Drittens, das Durchsetzen von Höchstquoten in Kindergärten und Schulklassen. Gesetzlich ist das vorgesehen, aber wie wird es denn umgesetzt? Eine junge Rektorin, die ich selber mit eingestellt habe, übrigens 27 Jahre, ein Jahr lang erst raus aus dem Referendariat, haben wir auf eine Stelle gesetzt, die 13 Mal ausgeschrieben war, weil die Schule wollte niemand. Die hat jetzt eine Klasse vor sich, wo kein Kind mehr dieselbe Muttersprache spricht wie die Lehrerin. Das ist nicht normal. Was soll denn dabei rauskommen? Viertens, Vorverkaufsrecht beim Grundstücks- und Hausverkauf durch die Stadt Köln beim Verdacht auf strategischen Hauskauf. Ich bin ja unter anderem gebeten worden bei unserem Kongress im Spätsommer eine entsprechende beispielhafte Stadttour durchzuführen. Ich kann Ihnen sagen, wo mit Hilfe türkischer Staatskonzerne ganz gezielt Häuser aufgekauft werden. Und ich möchte das hier auch sagen dürfen, die Mieter werden weggemobbt, wenn sie heute sagen. Dann fünftens, der Wegfall der Fehlbelegungsabgabe bzw. gezielte Ansiedlung von sozial stabilisierenden Familien. Ich habe das paradoxe Belegung genannt. Das ist ein altes Prinzip übrigens aus der Sozialarbeit. So haben die das in Amerika entsprechend gelöst. Da bekommen gewisse Familien, die sozial stabilisieren, sogar eine Prämie, wenn sie doch hinziehen. Wir müssen diese Enklaven und Milieus auflösen. Meine Damen und Herren, das sind einige Punkte, die ich hier erarbeitet habe, zusammen mit den Kollegen von der Fraktion Pro Köln. Ich möchte zum Schluss, habe ich die Zeit schon zu sehr gezogen, geht es noch? Ja. Ihnen auch noch einiges erläutern, warum sind Sie denn tatsächlich zu Pro Köln bzw. zu Pro NRW gegangen? Ich kann sagen, den ersten Gesprächen, die wir geführt haben, die kamen ja zustande bei uns in der Bezirksvertretung, weil man sich einfach menschlich verstanden hat. Die Landschaft ist ja da. Man hat Übereinstimmung festgestellt, man hat oft Frust festgestellt, wenn man in einer Partei ist, wenn man in einer Fraktion ist, soll es keinen Zwang geben, aber die muss schon einheitlich auftreten. Aber wenn das denn zu viel wird, dann kann man nicht mehr. Dann kamen dann die ersten Gespräche zusammen, die ich dann mit dem Oberbürgermeisterkandidaten Leisig geführt habe und mit dem Markus Wiener gespürt habe, da habe ich ihm klarhaft gesagt, klar. Nächste Runde, aber wenn ihr, also heute hier, zweistellig werden, das ist klar. Ich sage, wir haben ja nicht nur ein Thema. Da bin ich überzeugt worden. Da bin ich überzeugt worden, das Engagement von Pro Köln und Pro NRW ist auf Dauer angelegt. Die handelnden, führenden Personen haben lange politische Erfahrung in Parteien, wie man damit umgeht, wie man Strukturen aufbaut. Man hat exzellentes Personal, was die eigentliche Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und man hat kommunale Fachkompetenz. Und das hat mich dann überzeugt, ich möchte noch, nach 20 Jahren mache ich jetzt Politik, zuerst an der Hochschule, dann in der Kommunalpolitik und möchte das dann weiterhin auf kommunaler Ebene und auf Landesebene tun. Und mich hat das überzeugt, das Konzept von Pro Köln, Pro NRW stimmt, damit werden wir Erfolg haben. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem Schlusswort. Das Erbe von Bundeskanzler Helmut Schmidt war die Gründung der Grünen. Das Erbe von Bundeskanzler Gerhard Schröder war die Gründung der Linkspartei. Das Erbe von Angela Merkel ist die Gründung einer rechtsdemokratischen Partei in Form der Pro-Bewegung. Vielen Dank.